Willkommen zurück zu Nerim am Rande des Schicksals. Ja, ich stehe wieder bei den Kollegen hier. Oh Mann, das war ziemlich dumm. Und jetzt stehe ich da wieder nicht. Das ist natürlich schlecht. Ja, nehmen wir das Wetter einfach in Kauf. Jetzt hatte ich extra ein schönes Wetter, aber Licht zaubern ist natürlich nicht so gut. Denn die mögen das ganz und gar nicht, die Kollegen. Da hauen sie dir direkt auf die Nuss. Ja, das letzte Mal waren wir nämlich in Salen im Westen. Wir wollten eigentlich jetzt zur Stahltausmine, aber ne, der Wachposten an der Erodbrücke hat von einem bösen, bösen Schurken gesprochen, die wir jetzt totschlagen müssen. Genau, nämlich Bertulus der Schlitzer. 200 Goldstücke können wir mal machen. Ja, und wenn wir schon auf dem Weg dahin sind, ist der Plan nämlich ein toller, denn wir wollen direkt danach weiter zum Sanktum. Das lassen wir mal zu, denn da drin, ich glaube, das sind böse, böse Gegner sind da. Das ist, glaube ich, ein Bereich, der vielleicht ein bisschen zu krass ist für uns. Ich weiß doch gar nicht, was dahinter haust. Warnung. Warnung. Hinter diesem Tor befinden sich nicht durch die Kanzler geschützte Bereiche. Wanderer und Reisende sollten sich vor Dieben und Magiern in Acht nehmen. Ja, da gehen wir erstmal noch nicht hin, würde ich sagen. Ach, das ist sogar... Ah, sogar Wegweiser führen dahin. Ja. Leuchtfeuer. Hm. Ach ja, Wein gekeltert haben wir auch. Jetzt haben wir die guten... Den guten was auch immer Wein. Wie heißen die noch? Hier haben wir irgendwas? Trank? Oh, wir sollten mal vielleicht mal einen Heiltrank einschmeißen. Halt. Apfelsaft haben wir immer noch. Okay. Aber wir brauchen den... Ich sollte die wirklich mal nehmen, oder? Genesungstrank ranzig. Ja, das ist nur unnötiger Ballast. Ach komm, schmeißen wir sie alle rein und dann ist gut. Sind ja sowieso nicht mehr so viel wert, diese ranzigen Dinger. So. Aber die Erdbeeren, die pflücken wir noch. Erdbeeren sind lecker. Leckere Erdbeeren. Da ist noch mehr Erdbeeren, ja, sehr gut. Erdbeeren. Ich muss auch wieder Erdbeeren essen. Ich habe so lange keine Erdbeeren gegessen. Hm. Aha. Böser Wolf. Beißt euch. Vogelscheuche. Auch nicht schlecht. Kann man nicht durchsuchen. Schade. Und der Jakob. Der fühlt sich sicher. Wahrscheinlich kommen auch die Wölfe nicht an, weil... Oh, da ist was Großes, Böses. Da fürchten sie sich davor. Aber wir wollen uns jetzt nicht mit irgendwelchen Wölfen anlegen, sondern wir wollen uns anlegen mit dem guten Schlitzer. Schlitzer McGurk. So ist er doch. Ach komm, wir gehen querfeld ein. Was ist das denn? So ein Mist. Können wir da drüber? Ganz einfach. Ach, schönes Detail auch mit den Bienchen. Fliegen. Ja, die Mistbienen. Wer kennt sie nicht? Das ist die Mana. Oh, wenn wir schon mal hier sind, können wir vielleicht auch die Mana-Gruft nochmal ganz kurz besuchen. Vielleicht so für einen Abstecher im wahrsten Sinne des Wortes. Oh oh. Halt! Hau ab! Ja, ja. Schattenwolf. Ich höre der Trapsen. Na? So, weiter im Text. Wir waren beim Abstechen. Genau. Wir wollten nämlich in die Mana-Gruft oder was? Halt, wo ist sie hin? Da. Denn die haben ja die Silberdolche. Zumindest die zwei, die wir an der Eingangstür umgelegt haben. Oh oh. Na? Überraschung. Verdammt. Daneben. Treffer.
Denn wir brauchen noch ein Eisdolchlein. Wir haben zwar ein selbstgeschmiedetes Langschwert hergestellt. Allerdings ist der Schaden trotz Schleifens schlechter. Und Schaden ist bei Waffen ja relativ wertvoll. Denn eine Waffe, die viel Schaden macht, das ist eine gute Waffe. Man soll es kaum glauben, aber es ist so. Ausdauer herstellen, ja, kann man machen. Abgesagt geht er sofort aus der wieder. Das brauchen wir ehrlich gesagt nicht so wirklich. Morgenlufttrank, ja komm. Benutzen wir das. Also bitte nur einen, vielleicht am Eingang oder sowas, das Empfangskomitee. Das wäre ganz günstig, wenn der dann mal so ein bisschen... Genau, du. Ach, das ist jetzt eine kleine Sache. Na? Na? Hat keinen Bock, oder? Dann nicht. Dann können wir jetzt wenigstens mal das Eisschwert noch benutzen, solange wir es haben. Wie? Zu diskutieren? Sehr gut. Hoffentlich. Nicht so gerade. Ach, sag mal. Es kommt wieder so eine Geschichte hier. Sehr schön. Bitte nicht zaubern. Perfekt, da ist er. Aber es scheint eine kleine Geschichte zu sein hier wieder, ne? Genau, jetzt machen wir einfach hier den Austausch. Eisschwert. Das war einiges wert, aber das ist so abartig schwer. Hau mal einfach weg, das Ding. So, jetzt brauchten wir was? Wir brauchten einen Eisamarald oder Eissaphir, genau. Vor Eisschaden macht das 5 Punkte. Das ist, glaube ich, das Beste noch, ne? Aber wir wollten ja für jedes Element eins haben. Von daher machen wir einen ganz kreativ Eis, nicht Wolf, sondern einen Eisdolch. Na? Jetzt haben wir quasi Eis, Schock und Feuer. Haben wir auch schon die Elementarmine haben wir kennengelernt. Und dort hatten wir dann auch 3 Sockel um das Schmiedefeuer. Also da hat wohl jemand genau damit gearbeitet. Schade, dass der Silberdolch, Schockdolch, so lang ist. Aber das war im Hass, war der Name vergeben. Naja, ist ja auch egal. Jetzt warten wir auch kurz, bis unser Ausdauer wieder da ist. Oder noch besser, wir nehmen einfach irgendwas, was die Ausdauer wieder erhöht. Aber, doch, da haben wir eins. Gut, jetzt warten wir, bis die wieder da ist. Und dann wagen wir uns mal einen Meter vor. Ich möchte nämlich ungern gegen mehrere von den Affen kämpfen. Aber offensichtlich gibt's nur den. Na? Okay. Na, den bleibt ruhig liegen, ist okay. Wir... vielleicht für harte Zeiten, für später vielleicht nochmal so ein Ding mitnehmen, weil schwer sind die nicht. So, Feuerball, Blutsaugen, kleiner Seelenstein. Ja, und die werden wir dann bei Gelegenheit mal benutzen. Orange, Knoblauch, Korb kann bleiben. Die, ja, hast du gesehen, Seelenfalle... Komisch, die kann man irgendwie auch machen, aber wie? Keine Ahnung. Was soll ich sagen? Genau, die Seelensteine, mit denen wir dann die Seelen aus den Leuten rausprügeln. Eigenen Seelenfänger oder was auch immer kann man auch machen, aber der Schaden ist ja dann, wie man schon gesehen hat, wurde ja schon zum Kauf angeboten, ist halt wirklich mies. Von daher... Ach, hier geht's gerade weiter. Das ist doch nicht so ein kleines Dungeonchen. Ja, was zu zaubern? Oder habe ich dich irgendwie... Habe ich da irgendwie was durcheinander gebracht? Oder... Schon wieder. Ach, das gibt's doch nicht. Naja, dann immer ein harter Kampf gegen so einen Mann mit Tonsur. Okay. Gut. Ist das hier wirklich ein komplettes Dungeon? Ich weiß es nicht. Wir wollten doch eigentlich den... anderen da alle machen den Kopfgeld. Ach, wir haben jetzt halt, wir machen einfach beides gleichzeitig. Nein, hintereinander. Nacheinander. Was ist das? Skelettmann. Lähme wieder stehen.
Ein höheres Skelett. Oh oh. Au. Lass das. Okay. Okay. Höheres Skelett. Von mir aus. Muss das sein? Können wir tatsächlich sogar treffen. Jetzt, ist auch mal gut hier. 230. Stahlkriegsaxt. Bin ich jetzt nur dumm angestellt oder war der wirklich krass? Der Skelett. Mann. So, hier ist auch noch ein Skelett, aber das ist wohl zum Pflücken da. Macht aber nichts. So, links, rechts, Mitte. Sagen wir rechts rum. Ach ja, der nächste. Ja, die sind schon ein bisschen krasser hier unten. Tja. Aber nicht krass genug. So, was machen wir hier? Zauberei, würde ich sagen. Was ist denn hier schon offen? Schönes Dungeon Crawling wieder. Das macht ja immer Spaß. Oder zumindest noch. Huch. Noch macht's Spaß. Was ist das? Berserkerstiefel. Oh. Sind das leichte Rüstungsteile oder? Wahrscheinlich wieder irgendwie Stärke und sowas erhöht, ne? Berserkerstiefel. Schwere Rüstung, sonst gar nichts. Toll. Ich glaube, das lassen wir hier. War eine schwere Entscheidung, aber letztlich hat dann doch die Vernunft gesiegt. Ist das eine Teleportrune? Nein. Nur wieder diese Lichtdinger. Das war eigentlich eine nette Idee, oder? Gerade wenn es um alte, verlassene Sachen geht, da ist es ja irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn die Leute da einfach so, naja, Fackeln anzünden, obwohl da keiner mehr ist oder sein kann oder so. Schütze. Hau bloß ab. Aber schön, ne? Wie sie direkt wissen, wer der Chef ist. Mit einem Schlag hat er gemerkt, oh nee, das, ne. Nicht mit dem Commander. Oh oh. Auch nicht doch. Hau ab. Das ist auch eine krassere Version. Wahrscheinlich, ne? Aber gut, dass ich Feuer habe. Aber ich glaube, wenn Feuer, dann Gegner tot. Jetzt lassen wir mal kurz die Lebensenergie wieder so ein bisschen. Ne, lassen wir nicht. Wir nehmen einfach einen Schluck. Irgendwas. Ich habe echt kaum noch was, was die Ausdauer erhöht. Ich muss wirklich mal wieder. Oh Mann. Wie der erste Mensch. Schön zugucken, wie ich ein Gesicht bekomme. Jetzt kommt das Stickerchen auch noch. Darauf habe ich ja gar keinen Bock. Aber zum Glück haben wir die Feuermagie dabei. Oder ist da Blitz besser bei denen? Ich weiß es nicht. Tja, der hat gesessen von links. Klar, Feind. Boah. Ist gut. Oh, Level up. Sehr schön. Verdammt, ich habe die Musik aus weggeklickt. Haben wir auch Wichtigeres zu tun, nämlich. So. Das machst du nicht nochmal, Minion. Und der nächste. Also, sie sind ja wirklich zahlreich vertreten. Ja, ja, ist ja gut. Komm. Das war nix. Aber man kann sich auch mal verkalkulieren. Schau wieder. Wieder falsch gerechnet. Na? Hau ab. Ja, da können wir schön liegen bleiben. Warum auch nicht? So. Einmal, zweimal, dann Silberbogen. Oh, der macht schon 80 Schaden. Und der ist kaputt. Also macht er wahrscheinlich 19 Schaden, wenn er voll da ist. Reparatur. Genau. Wir haben immer noch den dummen Kittel an. Mein Gott, Walter. Wann habe ich den angelegt? Achso, bei der Ernte. Bei der Weinrebenernte
Berserkerhandschuhe haben wir gelernt, ist Quatsch. Berserkerhandschuhe weg. Ja. Schalter. Berserker Turmschild. Dunkles Omen. Oh. Aber leider, leider eine stumpfe Waffe. Absorbieren Glück. Schaden ist auch nicht so toll. Aber der wiegt, der kostet was. Also der ist was wert. Ja, da wollen wir doch gleich mal, zur Feier des Tages den Levelaufstieg wagen. Bleibt nun einfach so lange wie möglich in Topform. Keinen stärkeren gibt es in Nereben, aber einen jüngeren gibt es immer einen neuen Herausforderer. Stufe 15, sehr gut. Noch mehr Intelligenz, noch mehr Willenskraft und noch mehr Charisma. Eigentlich schon, ne? Konstitution wäre auch eine Idee. Schicklichkeit, Fernkampf brauchen wir nicht. Konstitution, ja. Aber wir kommen ja relativ gut klar, würde ich mal sagen, oder? Wobei, man merkt schon in den Kämpfen, dass die Ausdauer ständig weg ist. Wir machen das mal. 48, vielleicht peilen wir mal sie 50 an, dass zumindest der Wert mal drin ist. Ja, das muss ja nicht unbedingt immer, müssen nicht Top-Werte sein, aber zumindest mal so ein Hauch von was auch immer. Ja, Tür auf bitte mal. Oh, oh. Achso. Ein Akolyt, von dem ich nicht die Lebensenergie absaugen kann. Doch, kann ich. Aber lähmen lässt sich wahrscheinlich nicht. Ach, der sieht aus wie der komische Cedric, den wir doch schon mal kennen. Ach, sehr gut, das funktioniert. Und dann bist du tot. Lass das doch mal sein. Tja, Dummkopf. Stahlclaymore, Akolyt. Bäh. Also hübsch sind sie nicht. Die ganze Stelle brauchen wir schon eine Quote. Ha! Kein Scherz. Na? Na? Boah, das nach vorne crashen ist gar nicht mal so unintelligent. Die machen nämlich genau das, was ich mache. Verrückt. Verrückt. So, da unten geht es nochmal weiter. Tja, vielleicht sehen wir diesmal doch nur das hier. Und wir müssen uns den kurzen Abstecher, den Abstecher des anderen Kopfgeld, Räubers oder was auch immer, mal sparen. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Frostdelle nehmen wir mit. Frosttöle. Hier sind wir fertig. Gut. Kann man da eigentlich Frostöl auf Frost sauber beamen? Funktioniert sowas? Ich glaube nicht, oder? Ob es ja auch wieder mehrere Ebenen gibt. Das wollte ich gerade sagen. Schreit doch nach diesen komischen schwingenden Schwertern. Hier ist wieder der Schinder-Dungeon. Und einer davon ist magisch. Moment mal. Es ist zwar nicht unsere Baustelle, aber Arkanentladung auf 10 Fuß. Kleinvieh hat keine Chance. Die sind aber nicht gerade übereinander, oder? Oder hat er einen. Doch. Tatsächlich, das ist so ein Schinder. Tja, du zauberst nichts mehr. Stumm gemacht. Tatsache. Der untere fliegt, der obere sitzt auf den Schultern. Ja, das ist ja geil. Der Leon. Ja, was mit der Musik? Der Kampf ist doch gewonnen, oder? Arkanstab. Oh, Anfälligkeit für Schock und Schockschaden. Ja, es ist gleich wie Feuerschaden und so. Ganz nett, aber ja.
Also wenn man da mehrmals hintereinander schießt, ist noch besser. So, bitte mal Licht auf. Quatsch. Schloss auf. Schalten. Na? Hau bloß ab. So ist richtig. Anhänger der List. Ach, schade. Eigentlich super, aber nicht für uns. Magisches Symbol. Schattenharnisch. Ist das was Gutes? Nee, nee, ist nur eine Standardrüstung wieder mal. Aber hübsch sind sie bestimmt. Kann ich mal anziehen. Doch, doch. Nicht schlecht. So, Hose haben wir an. Da muss man immer danach gucken. Helm des Schattenmagiers. Das klingt aber schon wieder nach Magie. Festigen Zerstörung, festigen Magiker. Und Frost widerstehen. Naja, gewöhnungsbedürftig. Und wir haben jetzt den Bonus nicht mehr. Magiker festigen ist weniger. Willenskraft. Hier haben wir dafür Zerstörung und Frost widerstehen. Ja, von mir aus können wir mal eine Zeit lang probieren. Vielleicht ist das ja was für uns. Reflexionstrank. Die habe ich auch mit der Mod erhöht. Das heißt, die bringen auch tatsächlich, glaube ich, mal was. Schild. Wo ist es? Reflexion. Ranzig, 10%. Ja, einfach ranzig. Wir sind die gleich. Ein Fauxpas. Möglich. Schaden reflektieren, Schaden reflektieren. Aber hält länger. So, wir haben gehört, hier gibt es noch lebende Überlebende. Daneben. Wie heißt du? Knochenschinder. Ja, ja. Schinderella. Komm. Mach. Jetzt laufe ich hier schon schräg durch. Jetzt wärst du Oldschool-Shooter. Ein Altschool-Shooter. So, hier sind wir durch. Das war toll. Aber wir haben noch andere Sachen zu tun. Genau, wir müssen hier raus und dann da runter und dann ist alles gut. Naja, also das war schon ganz nett. Der Leon, ja, jetzt jemand immer auf den Schultern. Das ist doch, das war doch nett, oder? Genau, solche Kleinigkeiten mag ich. Es muss ja nicht immer... Nee, ist mir zu unheimlich. Schnell weg. Wir haben nochmal eine andere Aufgabe. Ich frage mich, ob man dann zu jedem hin kann. Zu jedem Brett hin kann, wenn wir den platt gemacht haben. Oder ob man da unbedingt dann zum... Ja, weil Gilead ist ja 5 Meter daneben. Das können wir auch mal testen. Aber wieso sollte ich zurück nach Saalen latschen? Nur wenn ich das Geld, das Kopfgeld abholen möchte. Das ist ja auch nicht unbedingt so sinnvoll, oder? Tja, da kommen wir nicht weiter. Die Wasserstelle hier. Einfach querfeldein. Und über Stock und Stein. Mehr braucht man nicht. Höchstens noch was Feines wie gebratenes Wolfsfleisch. Damit sie die Ausdauer hoffentlich, genau, während wir laufen, dennoch erhöht. Hier lang vielleicht. Ja, dieses Gespringen ist natürlich wieder besonders intelligent. Ach ja, das kommt uns doch bekannt vor, diese Gegend. Da ist er auch schon, der Androsch. Und das Wetter. Endlich ist der Regen vorbei. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, jetzt müssen wir noch dem einen aufs Mäulchen hauen. Die Frage ist, wo ist das genau? Hier ist ja alles so ein bisschen terrassenartig aufgebaut. Aber wenn wir einfach schnurstracks drauf zulaufen, dürfen wir die richtige Höhe haben. Ja, man hört es zwar noch, aber so richtig viel mit Regen und Sturm ist jetzt zum Glück nicht mehr. Aber gerade was die Stimmung angeht, finde ich immer noch sehr schön. Oh, auch schöner Ausblick immer noch. Ja, das ist das Eterna-Lager. Ach, Eterna sind wahrscheinlich so eine Art Zigeuner. Oh Gott, wir sind halb Zigeuner. Ja, toll. Wollte immer schon Zigeuner sein. Ne? Finde ich super. Aber die alte Mühle, die kennen wir, ne? Das ist beim Wasserfall.
Da wo ich auch mal, als ich vom Arkanen-Sanktum zurücklief, etwas fand. Wie bitte? Och Gottchen. Oh, das arme Reh ist ins Wasser gefallen und hat einen Löffel abgegeben. Wieso kann es denn nicht schwimmen? Sehr makaber. Ach, da ist er. Schießt mit Pfeilen auf uns, der Schweinmann. Doch nicht mit uns. Wir haben Lähmung. Also nicht, wir haben eine Lähmung, sondern wir haben die Lähmung am Start. So. Silberdolch. Warum den schlechtesten Dolch, den wir haben? Silberdolch. So, das war dein Versuch. Jetzt sind wir dran. Der Bald. Ne, Bertulus. Das war's. Spannend. Krasser Kampf. Was auch immer er aufschlitzte, jetzt ist es vorbei damit. Ich fand Bertulus den Schlitzer, beendete sein Treiben. Bei einer Anschlagtafel kann ich meine Belohnung einstreichen. Also bei einer. Bei irgendeiner. Das ist echt eine schöne Klamotte hier mit den Taschen und so weiter. Mit dem Dolch. Bertulus, der Schlitzer. Tja, Schnallenschuhe, toll. Das war toll. Würde ich sagen, da latsch mal wieder zurück. Wetter ist ja jetzt wieder schön. Da lohnt sich's auch. Genau, hier bei dem... Da oben hatte ich mich irgendwas gefunden. Genau, da oben sieht man es noch. Wo ich doch meinte, einst, da war doch was. Ich wusste doch, hier gab es irgendwas und war da tauchen. Hab ganz vergessen. Nee, da oben drauf ist es. Und wenn man von oben runterkommt vom Arkanen Sanktum, wenn man zurück nach Gilead will, da ist das ganz günstig, weil man genau auf der richtigen Höhe ist. Und dann kann man die Frostrune, die auf der Truhe liegt, mitnehmen. Ja, mal schauen. Gilead, genau, 12 Uhr. Aber hier gibt es nichts mehr, ne? Das ist die da unten, die Ruinen von Narbu, da waren wir auch schon. Und da sind nur die stinkenden Spinnenhöhlen. Ich lasse mal leben. Aber es ist schon ein hübsches Spiel, muss man sagen. Und macht vor allem auch Laune. Aber das ist ja so typisch für diese Elder Scrolls Spiele. Die sind ja irgendwie alle gar nicht mal so schlecht, wie alle mal sagen. Die sind ganz günstig, ne? Machen Spaß. Und auch nur, wenn man sich in der Welt so ein bisschen verirren möchte und so weiter. Da ist ja selbst ein Skyrim gar nicht mal so schlecht. Ich weiß, ich meckere immer gern drüber, aber da trotzdem ein paar hundert Stunden schon investiert, also ist ja nicht schlecht. Ist ja nicht alles schlecht in Skyrim. Naja, so, Anschlagbrett, guten Tag. Handwerk, sollen wir da wirklich mehr machen? Was haben wir denn an Handwerksfertigkeiten? Das war die erste, ne? Genau, Handwerk. 57, ja. Handwerkskunst. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt nicht versehentlich wieder den Zauber auspacke. So, 58. 58. Zumindest mal 2 Punkte können wir hier investieren, oder? Guten Tag. Hallo. Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Ja, absolut. Und zwar in der Handwerkskunst. Handwerkskunst plus 2. Kostet ein Lernpunkt. Gut, ich bringe es euch bei. Gut. Ah, in 5er Schritten kriegen wir das hochgedrückt. In 10er Schritt meine ich. Für 5 LP. Frage, sollen wir das machen? Wie viel haben wir denn? Leider wird das nicht direkt angezeigt. Ich muss ja also immer wieder ins Tagebuch schielen. Oh, 32. Handwerk. Handwerksstatus. Ich würde wirklich gerne jemanden finden, der uns sowas mal wie Handelsgeschick oder sowas beibringt, aber ich glaube, das kann ich mir schenken. Ihr habt viel für unser Dorf getan. Das stimmt. Die Leute hier werden das nie vergessen. Das hoffe ich doch, guter Thomas. Was sagst du? Huch, das war keine Absicht. Ich bin gestolpert, also wirklich. Ihr seht aus wie... Ja, ich sehe aus wie einer von diesen Kreaturen, ist mir schon klar. Gesucht. Das Kopfgeld von 200 Goldstücken für den Schlitzer ist nun mein. Ja, Frage ist, ob wir das machen. Wir haben 32. Man könnte das schon weiter hochdrücken. Wir haben 60. Und dann können wir vielleicht die ganz, ganz krassen Waffen benutzen.
Weil wir sind ja eigentlich so eine Art von... Was sind wir denn? So ein Spitzbube. Und ein Spitzbube ist ja eigentlich auch, ne, ein bisschen gut unterwegs mit diesen Biegewaffen. Sollen wir das mal machen? Hallo. Hallo. Und ich meine, es kostet ja nichts. Aber gerne doch. Aber gerne. Und Gold haben wir sowieso ohne Ende. Wir haben noch 27. Komm, oder? Aber gerne doch. Aber gerne. 22 haben wir noch. Ja, das sind aber die 80er-Werte schon. Da können wir sogar Silber bearbeiten. Ne, Gold. Oder? Gold war doch... schau nochmal. Blasebalg. Golden Nuggets. Ja, ich brauche halt Golden Nuggets, aber... Genau, dafür bräuchte ich dann 100 für dieses Thorium. Bislang haben wir aber nur Gold gefunden, beziehungsweise in Steinfeld konnten wir Gold kaufen. Hallo. Goldbarren und damit dann irgendwas machen. Können wir uns mal überlegen, sollen wir das machen? Wäre das eine Option? Kohle können wir bei dem kaufen. Haben wir nicht noch jede Menge Zeug? Eisenerz, genau, 24. Und Eisenbahn haben wir keine. Ja komm, machen wir noch geschwind, oder? Er liebt uns ja sowieso abgöttisch. Dann kaufen wir ihm die ganze Kohle ab. Danke. Angebot abgelehnt. Okay, dann eben nicht. So wie zum Thema. Liebt uns ja abgöttisch. Schnitt. Wir sind der Idiot. Ja, ich brauche Goldnuggets. Silbernuggets, ne? Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Thoriumgestein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Haben wir 32, glaube ich, geholt. Oder? Genau, jetzt haben wir nicht nur noch Eisenerz und 6 Eisenbarren. Schließen. Ich würde gerne mal dahin. Kann man da gleichzeitig? Ja, sehr schön. Waffenschmieden. Was machen wir da am dümmsten? Wie viel haben wir denn? Ich weiß nicht, wenn wir mal so einen Zweihänder machen. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht, das ist totaler Quatsch. Eisenseelenräuber. Einen Eisenbahn und eine Rolle der Seelenfalle. Haben die immer noch 2 Schadenspunkte? Oh, ich habe dunkles Omen noch. Hallo. Ich hätte da was für dich. Zweites Omen, aber das machen wir jetzt einfach noch. Und zwar Silberdolch. Verkaufen? Ich weiß nicht. Silberpfeile. Haben wir natürlich wieder von den untoten Kreaturen in den Po geschossen bekommen. Handelsgeschick erhöht, sehr schön. Kommt dunkles Omen, kann weg. Ist eh ein stumpfes Wävelchen, das brauchen wir gar nicht. Man kann auch der Silber... Nein, den behalte ich noch, falls wir etwas Tolles finden, was noch besser ist, wenn ich die nächste Stufe an Elementarzauber. Das ist das eine. Genau, jetzt wollte ich gerade irgendwas anderes machen. Was wollte ich gerade machen? Ich habe es verpasst. Vergessen. Wie viel haben wir noch von den Dingern? 5 Stück. 5... Ich wollte gucken nach dem Eisenseelenräuber, genau. Ne, der macht tatsächlich nur 2 Schaden. Vor allem mit 3 Sekunden Schlag. Also es muss wirklich der letzte Schlag sein. Das ist leider totaler Quatsch. Oder ja, kann man schon machen, aber vielleicht in der Not. Jetzt würde ich aber sagen, wir schmieden uns einfach nochmal so einen. Was haben wir noch? 3 Stück. Komm, machen wir noch ein Langschwert. Schleifen das Ding. Langschwert schleifen, bitte. Habe ich denn meinen Kittel an? Nee, habe ich natürlich nicht. Ich bin auch ein Idiot, wie er im Buche steht. Ja, bringt das jetzt mehr? Selbst geschmiedet. Nee, macht auch nur 15 Schaden. Und ist relativ schwer. Nee, ich möchte meine Fertigkeit nicht verbessern. Ich möchte was verkaufen. Und zwar dieses selbst geschmiedete Stahllangschwert, das leider 24 Kilo wiegt. Und deswegen, oder Pfund oder was auch immer, deswegen... Nicht so ganz für uns geeignet, aber den Seelenräuber, der wiegt nur 4. Ja, von mir aus. Dann behalten wir ihn doch mal. Ja, das auf jeden Fall war eine Gruft. Die Mana-Gruft, Festung. Wie ist das noch? Moment. Mana-Gruft, Telsa. Genau, und den Schlitzer haben wir auch noch mit 2 Schlägen umgeholzt. Jetzt guckt er nicht so böse. War doch gar nicht so schlecht. Ja. Und das nächste Mal, ich glaube, ich werde mal zum Sanktum laufen, die restlichen Punkte, die wir noch haben, aufbrauchen. Oder wir kaufen einen Gaul. Nee, das ist ja Quatsch. Wenn überhaupt, dann ein Pferd da oben oder auch nicht.
Das wäre vielleicht mal eine Idee. Aber dann haben wir keine Athletik, kein Athletiktraining mehr. Das ist auch schlecht. Naja, man wird sehen, wo es das nächste Mal weitergeht. Ob hier, ob da, ob in der Nähe der Stahltrasmine. Das wäre auch noch eine Idee. Naja, das sieht man alles beim nächsten Mal. Für den Moment sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Ciao, ciao.